zu Pioneers of Pagonia. Unsere Siedler sind gerade, beziehungsweise unsere Pioniere, das sind ja keine Siedler hier, sind noch fleißig dabei, hier alles weiter zu erforschen, unsere Grenzen zu erweitern. Genau, was haben wir denn an Aufgaben jetzt vor? Wir müssen noch einen Steinmetz bauen, wir brauchen einen Steinbruch. Genau, den hatten wir auch vor, dafür habe ich aber gesagt, warten wir noch, bis die Grenze hier erweitert ist. Und mit der Jagdhütte hatten wir auch ein kleines Problem. Weil es gibt keine Tiere hier in der Nähe. Die müssen wir wahrscheinlich irgendwann mal woanders hinsetzen, die Jagdhütte, weil hier, ja, gibt es nichts zu tun für die Jäger. Wir sollen noch einen Wachturm bauen. Vielleicht einfach einen hier hinsetzen, weil dann haben wir einen so hier an der Kante und hier einen. Schaut optisch eigentlich ganz schön aus, ob das sinnvoll ist, weiß ich nicht, aber ich mach das einfach mal. Kostet ja auch nur 6 Steine. Von daher ist das nicht die Welt. Genau, dann haben wir hier hin. Bisschen an den Wald ran. Oh, perfekt, geraden Weg einmal zwischen die zwei Bäume hier. Schaut auch schön aus. Die werden es wahrscheinlich irgendwann von der Holzfällerhütte mal platt gemacht, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Deckerposten müssen wir auch noch bauen. Das ist zu Hause von den Deckern, die mit Rationen auf Reisen gehen, um unbekanntes Gebiet zu entdecken. Können wir den auch schon bauen oder ist das schon zu früh? Ich weiß es nicht. Könnten wir hier hinsetzen. So ein bisschen mehr ins Zentrum rein. Oder vielleicht mehr hier so. Ich glaube, mehr hier würde der Sinn machen. Krieg ich den denn? Gehen auf eine der beiden Richtungen ausgerichtet. Ach, dann haben wir ihn einfach mal hier hin. So. Ich arbeite jetzt einfach mal so ein bisschen die Aufgaben ab, die hier oben auf der Seite stehen. Weiß ja ehrlich gesagt noch nicht so ganz, wie das Spiel funktioniert und alles, aber wir werden es ja alles rausfinden. So, eine Taverne müssen wir bauen, Esstische müssen wir bauen. Können wir das denn überhaupt schon? Genau, aber die Getreidefarm geht noch nicht, wir brauchen noch Werkstein dafür. Ich glaube, für die Taverne brauchen wir das wahrscheinlich auch. Wo ist die denn? Da ist die, genau, braucht auch Werkstein. Esstische könnten wir jetzt bauen. Aber wir haben noch keine Taverne, also macht das keinen Sinn. Die wäre recht groß. Hm. Es ist doof, dass da die ganzen Felder platziert sind. Das ist ein bisschen doof gemacht von mir. Vielleicht reißen wir das wieder ab und bauen das woanders mal irgendwann hin. Wir können auch hier die Taverne hinsetzen. Hier ist halt auch massig Platz, also... Ach, passt schon irgendwie. Wie schaut es denn mit den Ständen hier unten aus? Ziemlich voll von mit Sammelsachen. Timbeeren und Steinpilzen und der hier auch. Ich weiß nicht, funktioniert das gut, wenn die sich selbst alle organisieren? Im Lager ist Holz, in dem Lager ist auch Holz. Jetzt setzen wir mal noch ein Lager hier zur Sammlerhütte in die Nähe. Wo war das denn? Wo war das denn? Hier eventuell? Nein? Nein, das sind die Markstände. Also, wo sind die Lagerhütten? Ich finde es nicht mehr. Hilfe. Ach hier, Lagerung und Handel, natürlich. So, könnte man es hier oben gegenüber klatschen. Finde ich aber nicht so schön, ehrlich gesagt. Ich die denn verschieben? Irgendwie geht das. Nee, müssten wir abreißen. Ich glaube, dann reißen wir die Jagdhütte einfach mal ab. Sofort zerstört, ja, ist halt leider so. Gibt wahrscheinlich keine Ressourcen zurück, das habe ich jetzt gar nicht beachtet. Aber dann hauen wir auch mal zwei... Nee, warte, Moment. Oh, abbrechen, jawohl. Dann hauen wir mal zwei Lagerhütten hier hin. 1, 2, jetzt passen sie auch. Gut, das sind ja nicht Lagerhütten, sondern einfach nur Lager. So viele verschiedene Lager auch, oh mein Gott. Keine Ahnung, was wir davon alles brauchen überhaupt und was nicht. Aber wie gesagt, das Ganze hier ist ja ein Projekt, in dem wir das Spiel einfach kennenlernen.
einmal ein bisschen reinschauen und dann vielleicht irgendwann im Stream oder so mal weiterspielen. Ah, und hier hinten gäbe es Tiere, die zum Jagen wären. Ein paar Hasen sind da. Okay. Könnt ihr mal zu dem Stein erweitern? Ja, du machst es gut. Das baue ich. Wir können ja schon mal einen Steinbruch bauen lassen. Jawohl, der erste Steinvorkommen erschlossen. Genau im richtigen Moment. So, Steinbruch würde ich dann einfach direkt daneben setzen. Zack, kommt direkt dahin. Noch ein Weg, der darunter führt. Ja, machen wir da quer durch den Busch durch. Wird eh ein Weilchen dauern, bis der gebaut ist. Der Steinmetz hier unten wird dann auch, glaube ich, genug zu tun haben. Was wir mal noch machen können, da ich mich ja nicht so gut mit den ganzen Ressourcen, mit Lagern und sowas auskenne. Ich setze mal ein Lager noch. Halt, kann ich das hier schön dran setzen? Genau. In der Hoffnung für den Steinmetz eins dahin. Setzen aber auch mal hier noch ein Lager für den Steinbruch hin. Die kosten ja nicht viel, kostet ein Nadelholzbalken und einen Stoff. Das ist ja kein Problem. Was hat gerade ein Geräusch gemacht? Ich weiß jetzt nicht, was das war. Naja. Wir können aber mal noch mehr Holzfällerhütten bauen. Und das heißt aber auch, dass wir mehr Förster brauchen werden. Ich setze mal einen Förster. Beziehungsweise kann man schön hier oben reinsetzen. Das schaut ganz cool aus. Wenn wir die hier schön hinsetzen können. Erstmal die Holzfäller. Eins. Hast da noch einen Förster dazwischen? Das wäre ja die Frage. Es wäre perfekt, wenn der da hinpasst. Gucken. Genau, so hätte ich den gerne. Und dann hier noch ein Holzfäller. Ah, der passt gerade so nicht mehr. Das ist blöd. Den brechen wir auch nochmal kurz ab. Bestimmt eine Möglichkeit, die drei dahin zu bekommen, dass es funktioniert. So vielleicht. Na, jetzt würde der hier passen. Ich dachte, da muss auch noch ein Weg dazwischen passen, ne? Würde der hier durchgehen? Ah, nee, würde er nicht mehr. Okay, dann machen wir es lieber ein bisschen vorsichtig. Verbinden die mal so. Ach so, ist direkt angebunden. Okay. Passt. Und trotzdem noch einen weiteren Holzfäller, den ich hier gerne hinsetzen würde, aber es geht nicht. Machen wir den einfach hier unten hin. So, da sitzt er einfach mitten in der Landschaft. Wir setzen den auch gleich mal wieder ein paar Lagerstätten mit dazu, damit die hier nicht verloren sind. Nicht zwei. Ach, vielleicht reichen zwei. Oh Gott, hier ist eine Menge los und hier ist eine Menge Stau irgendwie auf einmal. Wo wollt ihr denn hin? Gegnerisches Lager wurde entdeckt. Oh. Schemen. Zerstörte Grabstätte. Okay, bitte expandiert mal nicht zu weit in die Richtung hier, Leute. Ich möchte nicht attackiert werden. Weiß nicht, ob die einen überhaupt angreifen. Sind zumindest mal keine Banditen oder sowas. Andererseits, wir haben ja an sich Wachen, ne? Also die sollten uns ja hoffentlich verteidigen können. Ja, hier mit dem Weg ist irgendwie ein bisschen problematisch. Hier ist ganz schön Stau. Kriegen wir das eventuell verbessert irgendwie mal? Wollt ihr denn alle hin? Ihr wollt hier in die Lager ran, okay. Ja, löst sich vielleicht auch wieder irgendwann auf, wenn ein paar Gebäude gebaut sind hier.
Die wollen natürlich gerade in alle Richtungen. Die wollen hier bauen, die wollen da hinten bauen. Jetzt sind hier gerade eine Menge Baustellen, die hier stehen. Was wir aber mal machen könnten, ist, dass wir mehr Handelsplätze hier schaffen. Und zwar... eigentlich jeweils hier noch so welche hinsetzen. Machen wir mal so. So, dann kommt der Weg hier dran. Müssen wir so machen. Und so. Ja, hier wäre natürlich cool, wenn die noch genau hier hinpassen würde. Eine Einheit geriet durch einen Schemen in Panik und verlor ihre Ausrüstung. Och nö, bitte nicht. Spukender Schemen. Das ist schlecht, unsere Träger sind jetzt gerade hier unterwegs. Wachen, könnt ihr euch mal darum kümmern? Können das Wachen überhaupt? Oh Gott, jetzt wird's stressig. Mit Militären haben wir noch natürlich gar nichts gemacht. Jetzt mal ganz kurz mal unsere Einheiten durchgehen. Was haben wir denn hier? Ja, das ist nur Bauwesen. Halbbewohner und Wachen haben wir 15. Wir hätten auch 10 Soldaten, aber die können wir aktuell nirgends unterbringen. Ah, Militärcamp. Das ist natürlich sinnvoll, irgendwo hier hinten unterzubringen. Wir bauen das jetzt einfach mal gleich hier in der Nähe, wo es am besten geht. Weit kommen wir nicht, wir können es nur hier oben hinsetzen. Schauen wir erstmal, wie wir mit dem Weg dahin kommen würden. Was sagst du? So würde gehen, okay. Ich hoffe mal, ich mache das richtig. Dass wenn die da im Militärcamp sitzen. Ne? Okay, so kriegen wir es verbunden. Ach du Heilige, was ist das denn? Nee. Okay. Ein sehr chaotischer Weg. Kopfleistenkonfiguration. Aha. Ja. Obwohl, die Hinweise lassen wir mal aktiviert noch für den Anfang. Ist vielleicht nicht verkehrt. Das ist nur das Lager, okay. Ich weiß nicht, ob die Wachen auch mit denen kämpfen oder ob wir dafür die Soldaten brauchen. Ich meine, wir haben das Lager mal auf jeden Fall einen Auftrag gegeben. Wird schon irgendwie funktionieren, hoffe ich. Ja, und hier staut sich halt so ein bisschen. Weißt du gar nicht, dass es sich stauen kann hier an den Wegkreuzungen, ist so lustig. Beziehungsweise an solchen Lagerstätten. So, Steinbruch ist mittlerweile auch fertig. Und da ist Kohl drin gelagert. Warum ist hier Kohl drin gelagert? Nee, das macht jetzt keinen Sinn. Da soll Stein rein. Aber von mir aus alle Arten von Stein dürfen dahin. Wie kam denn auf die Idee, da hinten den Kohl reinzulagern? Hier sind doch Lagerstätten für sowas. Hier ist Kürbis. Alter, pro Lager kann immer nur ein einziger Typ von irgendwas rein, ne? Okay. Ich baue mal noch ein Sägewerk für alle Fälle, weil ich habe das Gefühl, dass wir hier langsam ein bisschen überlaufen. Was die Holzstämme betrifft. Ist das denn irgendwo dahin? Ja, hier wird es hier mitten in den Wald passen, da will ich es eigentlich nicht haben. Andererseits, ja komm, machen wir es hier hin. Wir brauchen wohl mehr Lager. Witzig, da kriegen wir es gar nicht ran. Okay. Ich setze mal 3 Lagerstätten einfach hier so an den Markt dran. Ich hoffe, dann haben wir jetzt eigentlich mal genügend Lagerplätze.
Alles ein bisschen chaotisch hier, das Ganze. So, Steinmetz, was kannst du machen? Du kannst aktuell nur Grenzsteine und Werksteine. Ah, du machst beides, okay. Ja. Oh, wir haben schon 19 Werksteine mittlerweile. Oh, das geht schnell. Militärkampf schon fertig? Nee, das dauert noch. Oh, die sind auch schon weit fortgeschritten hier. Okay, aber jetzt können wir unsere Taverne nämlich bauen. Das brauchen wir noch. Wir brauchen noch einen Steinmetz und noch einen Steinbruch. Wenn hier zuletzt aber noch einen Steinbruch hinsetzen, weil hier ist viel Platz. Dann machen wir das aber gleich mal in diesem Moment. So. Der Einfachheit halber setzen wir auch einen Steinmetz einfach gleich in die Nähe. Einfach hier hin. So. Dann machen wir noch auch gleich ein paar Lager dahin. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber ich habe mal lieber zu viele Lager hier. So, Steine, da passen aber auch genau. Die verarbeiteten Steine gehen da auch rein. Jetzt mit dir lagern wir alle mal auf Stein, weil was anderes würde hier keinen Sinn machen. Kohle haben wir auch gerade irgendwo entdeckt. Und noch ein Gegner. Ne, das haben wir doch schon entdeckt. Ein maskierter Dieb hat dir etwas gestohlen. Da ist ein Dieb. Aha. Und jetzt? Wie können wir den bekämpfen? Oder halt festnehmen? Irgendwie gar nicht. Kommt wohl noch, dass wir das hinbekommen. Hier haben wir auch eine Menge Gebäude, die noch eine lange, lange Zeit haben, bis wir die bauen können oder müssen. Hoffe ich mal zumindest, sonst wird es sehr stressig. Ja. So, Taverne wollte ich. Wie gesagt, die kommt hier hin. Ich mit ein bisschen Abstand mal wieder. Mal so. Dann braucht es hier natürlich Esstische. Das würde gehen. Mal so. Drei. Zack, zack, zack. Einfach mal jede Menge Tische hingesetzt. So, ich hoffe, das passt so. Wir können auch größere Wohnhäuser jetzt bauen. Aber ich glaube, hier passen nur kleine rein. Dann setzt man noch eine ganze Reihe, würde ich sagen, hier hin. Hier. Oh Gott, die Performance. Was ist denn los? Ach du heilige Hilfe. Kriegen wir das überhaupt verbunden? Nee, dann brechen wir den Bau hier mal ab. Irgendwie, wenn ich hier versuche zu bauen, dann stürzt die Performance komplett ein. Interessant. So, Militärcamp und die Soldaten marschieren hier hin. Die sind anwesend. Die konnte ich doch in irgendeine Richtung setzen oder in irgendeinen Punkt setzen, wo sie dann agieren sollen, oder? Ging das nicht so? Priorität umschalten. Haben hier irgendwie nur zwei Wachen. Hier haben wir 10 Wachen, okay. Ich glaube, das Militärcamp an sich bringt uns gar nichts, weil die nur in Bereitschaft sitzen da oben. Wahrscheinlich die Garnison wäre das, was wir bräuchten.
mal, die war auch noch hier mit drin, oder? Da halt die Garnison hin. Kann ich durchsetzen, Mann. Da versteht hier das Militärcamp und es gibt keinen Weg darüber, weil... Ah, von hier geht's aber. Kannst du mal noch einen Weg von da hin? Ja, das ist ein bisschen lustig und chaotisch aus, das Ganze hier, wie ich das baue. Ach so, und die brauchen ein Gildenhaus, okay. Können wir denn ein Gildenhaus bauen oder ist das viel zu früh? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ist es das. Abenteurergilde. Bildet und schattet Abenteurereinheiten aus. Ist hier leider gerade nicht mehr hin. Aber hier wird es hinpassen. Ist auch gerade so nicht hin. Ah, und auf, echt mal auf dem Bereich schon mal die Performance einstößt, wenn ich hier hingehe. Total laggy. Hier oben? Kein Problem. Hier? Kein Problem. Hier? Kein Problem. Hier? Performance-Einbruch. Interessant. Hier geht's auch wieder. Nur hier. Gut, das sollten wir uns merken. Dass da irgendwie die Performance nicht ganz so flüssig läuft. Die Abenteurer-Gilde einfach hier hinhauen. Macht das Sinn? Kommt einfach mal dahin. So. Die T-Akademie macht vielleicht hier oben Sinn. Obwohl andererseits für die brauchen wir wahrscheinlich erstmal Rüstung ins Waffenschmieden. Oh Gott, ja, das haben wir alles ja gar nicht. Oh Gott, ich glaube, ich baue die Sachen gerade viel zu früh alle. Ah, nee, halt, sogar das falsche Gebäude. Brauchen ein normales Gildenhaus, habe ich gerade gesehen. Hier gibt es ja noch. Gildenhaus bildet Arbeiter aus, indem sie mit Werkzeug ausgestattet werden. Okay, dann setzen wir das hier hin. Wir haben zwar auch noch keine Werkzeugproduktion, aber das kriegen wir noch geregelt. So, die verarbeiten Flachs. Wo kriegen wir Flachs her? Sammeln die Flachs? Die würden Flachs sammeln, wenn sie welchen hätten. Ach du, die können alle keinen... Ah, uns fehlt überall gerade aktuell Personal. Und dafür brauchen wir das Gildenhaus. Oh, okay, ich verstehe. Wir brauchen dringend eine Werkzeugproduktion. Hier Werkzeugschmiede, die stellen alle möglichen Werkzeuge her. Kohle, Kupfer und Eisenbarren haben wir nicht, wir haben aber Laubholzbretter. Mit denen die schon was anfangen könnten. So, wo? Ich glaube, die setzen wir vielleicht echt mal hier oben hin. Hier sind sie noch halbwegs in der Nähe vom restlichen Dorf. Weil hier unten passen die aktuell nirgends hin. Ich meine, hier kann ich sie reinklatschen, aber... Das macht jetzt, finde ich, nicht so viel Sinn. Oh, mit dem Gebäude leckt es hier nicht. Interessant. Ne, hier geht's. Nee, ich setz die hier oben hin. Ja, so ein bisschen, dass sie auch irgendwann aufhören zu produzieren, wenn wir zu viele von irgendwelchen Rohstoffen haben, dass sie nicht wie bekloppt immer weiter produzieren und damit irgendwelchen Rohstoffen unsere Lager komplett voll gemacht werden, die eigentlich die gar nicht so viel brauchen. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das funktioniert. Wir könnten aber mal ein Baustellencamp hier hin platzieren, das sollen wir auch bauen tatsächlich. Ich baue ein Baustellencamp. Würde doch hier sich irgendwo anbieten, weil wir sowieso da einen Baustellen hier oben haben. Ich
will ich so ein bisschen abseits platzieren, damit wir den Platz eventuell für andere Gebäude noch haben. Genau, reicht aber auch, wenn die hier sitzen. Genau, ich mache mir mal die ganzen Sachen an, die wir aktuell haben, aber die nicht angezeigt werden. So, dann hat man ein bisschen mehr Überblick tatsächlich. Zumindest hoffe ich mir ein bisschen mehr Überblick dadurch. Okay, ich glaube, die müssen wir uns nicht anzeigen lassen. Das ist in Ordnung. Achso, das sind 42 von den 50, die verfügbar sind. Okay. Ja, nee, das... Das kann man so lassen. Ich gucke es mir nur gerade noch an. 7,3% eingenommenes Gebiet. Aha. Bedeckt haben wir 11%. Ach, lassen wir ruhig mal so. Dann erschlägt einen das da oben noch nicht ganz so sehr. Der Gildenhaus wird auch langsam fertiggestellt. Hier hinten wird auch fleißig gebaut. Dauert aber alles natürlich noch einen kleinen Moment. Garnison ist auch fertig. Ich lasse das einfach mal auf Standard. Ja. Ja, lass mal einfach mal so. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, oh, eine Einheit gerät durch einen Schirm in Panik von ihrer Ausrüstung, ja, ein Träger. Ach nee, halt, das war gerade eine Wache. Ah, ihr seid doch blöd. Deswegen haben wir... Ja, wir haben auch keine Wache mittlerweile, wir haben hier alle verloren. Ich hätte nicht gedacht, dass die Wachen sich hier so einkacken. Gedacht, wenn, dann können die sich hier verteidigen, aber naja, gut. Können sie wohl anscheinend nicht. Also ich hoffe, hier funktioniert soweit alles. Steinmetze sind fleißig am Arbeiten. Jetzt sollen wir noch einen dritten Steinmetz tatsächlich bauen, weil wir haben drei Steinbrüche, dann würden auch drei Steinmetze Sinn machen. Ich setze auch mal einen hier für die Zukunft hin. Wir haben zwei aktuell, glaube ich, eh gerade keine Arbeiter dafür. Aber das wird schon über die Zukunft irgendwann... Irgendwann wird es funktionieren. Hier füllt sich auch so langsam alles. Das schaut auch gut aus. Wir sollten mal beobachten, wie viele Einwohner wir haben mittlerweile. Wir haben 168 und 232 Unterkünfte. Bevölkerung 419. Okay. Ja, Häuser und sowas werden wir auch dann Stück für Stück einfach mal machen. Großes Wohnhaus, ne, könnte man hier so ein paar hinplatzieren. Kann man das einfach mal machen. Ja, damit die halt dann gebaut werden, sobald sie halt soweit sind. Der Weg müsste hier noch lang gehen. Könnte man im besten Fall drei Häuser platzieren. Ich glaube, das wären aber nur zwei, weil ich habe das Gefühl, das dritte wird nicht passen. Probieren wir es einfach mal aus. Okay, es passen nur drei große hin, dann machen wir noch ein kleines. Das Kleine kann man ja so ausrichten. Schönen Meerblick. Jetzt bin ich gespannt, ob da ein Weg noch durchpasst. Naja, natürlich nicht mehr.
da ein Haus hinbekommt, dass ein Weg noch durchpasst. Ganz kurz mal ausprobieren. Ne, da wird kein Weg durchpassen. So, dann gibt es auch noch mehr Wohnhäuser hier. Hinten könnte dann nochmal ein großes irgendwann hin. Tatsächlich, ich gebe dir schon mal kurz in Auftrag einfach die Wohnhäuser. Das wird wahrscheinlich wieder nicht passen. Zieh erstmal den Weg durch und dann schauen wir mal, ob da noch eins hinpasst. Ja, geht sogar noch hier. Zack. Und hier ist dann kein Platz mehr. Okay. Kann sein, dass es jetzt viel zu viele Häuser sind oder auch nicht. Aber in jedem Fall haben wir auf jeden Fall dann erstmal ein bisschen ausgesorgt mit Häusern. Ich glaube, hier lasse ich mal so lange noch frei. Vielleicht brauchen wir den Platz noch für was anderes irgendwann. Gut, ich würde sagen, in dem Sinne und damit den ganzen Baustellen hier verabschiede ich mich aus dieser Folge. Und mal gucken in der nächsten Folge oder in den nächsten Folgen, ob das hier sinnvoll war, was ich gemacht habe oder nicht. Wir werden es herausfinden, hoffe ich. Und bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Tschüss.